wie gut sind unsere Sicherheitsbehörden eigentlich auf die Herausforderung? Ich habe nur einige genannt, aber wie gut sind die Sicherheitsbehörden in unserem Land eigentlich aufgestellt? Ich glaube, personell und was die Sachausstattung angeht, sind sie eigentlich ganz ordentlich aufgestellt. Die Herausforderungen sind natürlich in den letzten Jahren gewachsen. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Chefs der Polizeibehörden immer wieder rufen, sie brauchen mehr Stellen und damit mehr Personal. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, sind sie ordentlich aufgestellt. Was allerdings das Problem ist, ist, glaube ich, weniger ein Mehr an Personal und an Sachmitteln als ein weniger an Problemen. Denn die Probleme nehmen hier zu. Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, vor allem bei den Migranten, die zu uns kommen, aber auch die Gewaltbereitschaft bei der politisch motivierten Gewaltkriminalität nimmt deutlich zu.